Deswegen sind wir alle hier, genau. So, der dritte Punkt heute Nachmittag, der Vortrag Kalligraphie und Spiritualität. Ich bin sehr gespannt, wie du das gearbeitet hast. Also dieses Thema ist ja ein riesiges Feld, ja. Sich da eben in einem Rahmen von einer Stunde, dreiviertel Stunde zu halten, ist nicht einfach. Also ich höre jetzt wirklich mit vier Ohren zu. Ich bin sehr gespannt. Ich denke hinterher, wenn eine Frage kommt, sehr gerne. Ja. Morgen sind wir mit dem Workshop von 11 bis 14 Uhr. Ja. Auf deinem Plakat stand was von 15 Uhr. Weiß das war Druckfehler. Genau, aber 14 stimmt auf jeden Fall, nur dass man da sicher ist. Und wir haben morgen Nachmittag auch nach dem Workshop noch bis 17 Uhr Kaffee geöffnet. Und wenn jemand noch gerne mal ins Gespräch mit Hans kommen möchte, der hilft mir aufräumen und ich bin ungefähr 5 Uhr auch da. Insofern sehr gerne dürft Sie noch einmal auf uns zurückgreifen und nochmal nach St. Mergen kommen ins Gespräch. Ich wünsche Ihnen ein schönes Erlebnis jetzt heute Abend bei diesem Vortrag. Fragen sind immer willkommen und ich übergebe einfach an Hans. Bin echt gespannt. Ich bin Ihnen noch höher zu. Danke, Sanja. Ja, bitte. Ja, anspruchsvolles Thema, Kalligraphie und Spiritualität. Kurze Vorbemerkung, große Bitte an euch. Tut alle Erwartungen an das Thema weg. Weg! Sonst komme ich durch die Stunde nicht durch. Vor 2 Jahren, oder letztes Jahr, sollte hier schon die Veranstaltung Kunstsommer, Kunst und Spiritualität passieren. Und da bleiben wir schon diesen Vortrag. Und wenn ich einen Vortrag mache, gehe ich immer schwanger damit. Und ich bin jetzt 1,5 Jahre schwanger damit. Und je länger man schwanger ist, desto schwieriger wird die Geburt. Jetzt rede ich über etwas, wo ich mich nicht auskenne. Und dann soll ich noch über Kalligraphie und Spiritualität reden. Über Kalligraphie kenne ich mich aus. Über Spiritualität, da setze ich mich zu euch und denke ein bisschen laut nach. Ich habe mir gerade, wie ich hergefahren bin, gedacht, wäre ich ein Pfarrer oder ein Bischof, würde man mir mehr Kompetenz in Sachen Spiritualität zugestehen. Danke für das Kopfschütteln. Wir hatten in Regensburg einen Bischof, den Bischof Müller. Wir sind so froh, dass er Karriere gemacht hat. Ich habe den Kopf gehört. Ich habe immer versucht, Anregungen für meine Spiritualität zu bekommen. Und es waren einmal 3 Minuten in diesen 6 oder 10 Jahren, die ich in Regensburg war, wo ich ein bisschen Anregungen bekommen habe. Also der Beruf eines Menschen zeugt nicht unbedingt von seiner Kompetenz. Anders als bei dir, Lothar, als wir haben gesehen, wie du die Bücher droben gemacht hast. Drum bitte alle Erwartungen weg, Kalligraphie und Spiritualität. Und nachher haben wir die Möglichkeit auch zu diskutieren. Ja, liebe Freunde des Kunsthauses, sagen wir ein anspruchsvolles Thema. Ein ansprechendes Thema, sonst wärt ihr nicht hier. Kalligraphie und Spiritualität, passt das zusammen? Und erstmal, was ist das? Was ist Kalligraphie, was ist Spiritualität? Und dann versuche ich es zusammenzubringen. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Wir sind auf einer Reise. Was ist Kalligraphie? Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Vielleicht kommt da ein bisschen ein Gefühl für Kalligraphie auf. Eine Geschichte vom kleinen Prinzen. Man kennt ihn aus der Feder von Antoine de Saint-Exupéry. Der kleine Prinz traf auf einem Planeten einen Kalligraphen. Und der kleine Prinz sagte zu dem Kalligraphen, du machst schöne Schriften. Ich durchwandere die Welt, antwortete der Kalligraph. Aber du sitzt doch hier und schreibst mit deiner Feder Buchstaben. Schau her, sagte der Kalligraph. Mit meinem Körper drücke ich die Feder in die tiefen Täler des Papiers und lasse sie dann wie einen Vogel über die Fasern fliegen. So erobere ich Höhen und Tiefen des Raumes. Wenn dann die Formen über das Blatt gleiten, füllen sie ein ganzes Leben aus. Länge und Breite, Höhe, der gesamte Raum unseres menschlich begreifbaren Seins ist in jeder Bewegung. Und mit der Zeit, der Geschwindigkeit,
lebe ich den Rhythmus von Tag und Nacht, von Sommer und Winter, von Leben und Tod. Mit diesen Worten ließ der Kalligraph seine Feder über das Papier tanzen, in alle Richtungen des Lebens, mit allen Ausdrücken seines So-Seins. Gebannt schaute der kleine Prinz zu und bemerkte erst nach einiger Zeit, dass in den gesamten Formenspielen kein einziger Buchstabe erkennbar war. Aber da ist doch kein einziger Buchstabe erkennbar, staunte er verwundert. Ja, sagte der Kalligraph, Kalligraphie ist auch mehr als Buchstabenschreiben, so wie Musik mehr als Singen ist. In der Kalligraphie kannst du das Wollen des Lebens in dir ausdrücken. Und die Buchstaben? Fragte der Prinz verwundert. Die Buchstaben sind eine Spielwiese der Kalligraphie. Verstehst du die Kalligraphie, kannst du sie in allem leben, auch in den Buchstaben. In unserem Denken wird Kalligraphie oft mit Schönschreiben gleichgesetzt als Synonym. Das funktioniert. Wäre Kalligraphie nur Schönschreiben, dann wäre Kalligraphie nur Schönschreiben und nicht Kalligraphie. Was ist dieses Kalligraphie? Ich nähere mich diesem Thema von einer anderen Seite, einer in Europa geläufigen Seite, von einer Wortdefinition, einer sogenannten Nominaldefinition. Und dieses Wort hat es in sich, Kalligraphie. Kommt aus dem Griechischen, da ist dieses Kalos drin und dieses Graphein. Und dieses Kalos im Griechischen wird für vieles hergenommen. Für glückliche Lebensumstände, für einen schönen Spaziergang, für eine gelungene Weltmeisterschaft, wenn etwas passend ist, stimmig ist. Es wird oft in Deutschland Kalos mit schön übersetzt und das Graphein mit schreiben. Das ist zu wenig. Du kannst nicht eine Sprache eins zu eins in eine andere Sprache übersetzen. Wir nähern uns den Worten. Und Worte sind in der Kalligraphie wichtig und Worte sind in unserem Leben, in Religion und in der Spiritualität auch wichtig. Zum Beispiel, das zu verdeutlichen, das Wort Geld verdienen. Der Deutsche verdient sein Geld. Der Engländer erntet es, to earn money. Und der Franzose, wenn man es wörtlich übersetzt, der gewinnt es. Das sind ganz andere Bedeutungen im Leben, ob ich mein Geld verdiene, oder es ernte, oder es gewinne. So nähere ich mich jetzt dem Begriff Kalos in der Kalligraphie. Man kann es vielleicht mit einem Konglomerat von Worten, kann man es sich annähern, ich sage gar nicht übersetzen, sondern annähern. Gut, wertvoll, zufrieden, echt, glücklich. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Gut, wertvoll, echt, zufrieden. Dieses Kalos. Und dieses Graphein bedeutet vielleicht mehr als Schreiben hineingraben. Und dieses Wort Graphein haben wir auch in Wörtern wie Graphie, Fotografie, Choreografie und noch anderen Ausdrücken. Ein Tänzer in der Choreografie, ein Tänzer macht auch eine Kalligraphie. Mit seinem Körper im Raum, er geht mit seinem Körper im Raum, macht für sich selber einen Eindruck und wenn Sie sehen, haben Sie auch einen kalligraphischen Eindruck, der nicht manifest ist, wie auf dem Papier. Ich habe hier auch gezeigt, dass Kalligraphie mehr als Schrift sein kann. Es gibt eine Schnittmenge, wo Schrift Kalligraphie ist, es gibt einen Ausdruck, wo Kalligraphie nicht mehr alphanumerisch ist und es gibt auch einen schriftlichen Ausdruck, der mit Kalligraphie wenig zu tun hat, wo dieses Kalos nicht drin ist. Wir nähern uns im Ganzen schon und sitzen vielleicht sogar schon mittendrin. Wir haben den kleinen Prinzen gehört, wie er mit der Kalligraphie in eine Geschichte in die Nähe gekommen ist. Wir haben die Nominaldefinition gehört, Kalos, Graphein. Jetzt hören wir noch eine Definition vom Atelier für Kalligraphie. Das ist mein Atelier. Und ich habe über die Jahre hinweg folgenden Satz postuliert. Kalligraphie ist Bewegung in Raum und Zeit, ausgedrückt durch Körper und Geist. Kalligraphie ist Bewegung in Raum und Zeit, ausgedrückt durch Körper und Geist. Schauen wir uns erst einmal Körper und Geist an. Der Geist führt, der Körper folgt. Das haben Sie selbst erlebt. Euer Geist hat beschlossen, hierher zu kommen. Und der Körper ist ihm gefolgt. Oder umgekehrt. Vielleicht ist der Körper hierher gegangen und der Geist hat erst wahrgenommen, was los ist. Der Körper führt, der Geist folgt. Oder der Geist führt und der Körper folgt. In der Kalligraphie merke ich immer mehr, wenn ich Formen mache,
so Schwünge, die den Leuten so gut gefallen, die gehen irgendwo hin. Ich kann es aber steuern, ich kann sagen, wenn ich hier bin, dann kann ich den Geist dahin tun. Dann geht es hin. Ich lasse aber dieses Wollen los, dass ich dahin will. Und im Loslassen gehe ich in die körperliche Bewegung und komme hin. Würde ich den Geist immer der Bewegung folgen lassen und dieses Loslassen, das so wichtig im Körper ist, nicht drin haben, dann würde ich, schaffe ich es oder nicht. Im anderen Fall, im Geist, Sie bleiben hierher zu kommen, vor 2 Wochen. Und wenn Sie das nicht loslassen und immer jede Sekunde des Tages dran denken, ich muss dahin, schaffe ich es nicht, können Sie nichts anderes mehr machen. Sie können, wenn Sie einen Urlaub planen oder und immer dran denken, der ganze Alltag ist kaputt. Dieses Loslassen ist so wichtig. Das kann ich in der Kalligrafie trainieren. Ich verstehe selber nicht, wie das passiert ist bei mir, dass ich, wenn ich dahin denke, plötzlich hinkomme. Das ist für mich Lebensschulung. Und praktisch in der Kalligrafie, dass ich es kann. Kalligrafie ist Bewegung in Raum und Zeit, ausgedrückt durch Körper und Geist. Körper und Geist. Wir sind Körper und Geist. Körperliche Nahrung, geistige Nahrung. In der Kalligrafie begegnen uns oft auch, wenn wir im altonymerischen Kontext arbeiten, Texte, die gute Nahrung für uns sind, genauso wie körperliche Nahrung. Wenn du immer nur gesunde körperliche Nahrung isst, am Tag 10 Mal, dann bist du übersättigt. Wenn du dich immer nur mit geistvollen Worten den ganzen Tag beschäftigst, vielleicht auch zu viel, abwechselnd. Aber genauso wie körperliche, die schlechte Nahrung schädlich ist, ist auch geistige schlechte Nahrung schädlich. Körper und Geist. Kalligrafie ist Bewegung in Raum und Zeit. Und Raum und Zeit sind einfach unsere Grenzen. In der Zeit haben wir so ungefähr unsere 70, 80, 90 Jahre, manchmal weniger, manchmal mehr. Und im Raum können wir 42 Kilometer umfassen, ohne technische Geräte zu Fuß gehen. Und als kleinstes Teil, der Staubkorn im Auge, die spüren wir noch. Kleinere Teile vergrößern wir, größere Teile verkleinern wir. In der Kalligrafie, Raum und Zeit, schule ich Nähe und Distanz, Druck loslassen, schnell langsam. Nähe und Distanz, Druck loslassen, schnell langsam. Und wenn ihr diese Begriffe hört und nicht wisst, dass ich das mit der Kalligrafie mache, dann könnte es ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar oder ein Selbstfindungsseminar sein. Druck und loslassen, der Stift das auf dem Papier, ist die Höhe des Raumes. Nähe und Distanz, wie stehen die einzelnen Formen zueinander im Abstand? Das ist die Länge und Breite. Schwupps, und schon habe ich Länge und Breite und Höhe im gesamten Raum, den ich beherrsche, hier auf dem Papier oder anderswo. Schnell und langsam. Ich brauche eine gewisse Geschwindigkeit beim Kalligrafieren. Es ist wichtig, angespannt, ganz langsam zu arbeiten. Und es ist wichtig, in der Kalligrafie ganz schnelle Bewegung zu machen. Natürlich kann es passieren, dass bei dieser schnellen Bewegung, wenn sie manifest sein soll, der Schreibuntergrund nicht mitmacht oder wenn ich schon hier bin, die Flüssigkeit erst hier ist und keine Verbindung mehr zur Flüssigkeit, dann sieht man den Strich nicht, aber man spürt es. Mir ist es wichtig, in der Kalligrafie, in den Kursen zu trainieren, dass die Leute konzentriert ganz langsam arbeiten können und auch eine schnelle Bewegung in alle Richtungen. Das ist geläufig und wir trainieren auch in diese Richtung mal schnell zu arbeiten. Nähe und Distanz, Druck loslassen, schnell langsam. Das ist der Schwerpunkt des Workshops morgen. Also alle, die dabei sind, nehmt euch was zu trinken, mit und leichte Kleidung. Kalligrafie ist Bewegung in Raum und Zeit, ausgedrückt durch Körper und Geist. So ist Kalligrafie gleichzeitig Lebensschulung und Leben. Trotzdem wird Kalligrafie oft mit Schönschreiben gleichgesetzt. So wie Spiritualität auch oft mit Religion gleichgesetzt wird. Also da haben wir Synonympaare. Kalligrafie ist Schönschreiben, Spiritualität ist Religion. Ah ja, da haben wir nochmal die Übersetzung. Kairos, gut, wertvoll, echt, glücklich, zufrieden, verfein, hineingraben.
Religion kann natürlich ein Wirkungsfeld für die eigene Spiritualität sein oder auch etwas, was nichts mit Spiritualität zu tun hat. Ich versuche mich jetzt dem Begriff der Spiritualität zu nähern und habe bei der Vorbereitung gemerkt, dass es anmaßend wäre, euch was zu erzählen. Da kann jeder sich selber oder den anderen was erzählen und gut wäre es, wenn jeder zum Thema Spiritualität sich selber etwas erzählen. Und das soll dieser Passus zur Spiritualität bewirken, dass ihr wieder ein bisschen sensibilisiert werdet, eure eigene Spiritualität zu spüren, vielleicht sich an dem, was ich jetzt sage, zu reiben und einfach sich selber ein bisschen einzuloten und zu schauen, wo man steht. Spiritualität und Religion. Ich erzähle euch wieder eine Geschichte. Was erlebte der kleine Prinz dazu? Der kleine Prinz und die Religion. Auf seiner Wanderung über die Erde kam der kleine Prinz an drei Dörfern vorbei. In der Mitte eines jeden Dorfes war jeweils ein großes Haus, welches die anderen überragte. Als der kleine Prinz durch das erste Dorf ging, fragte er nach der Bedeutung dieses großen Gebäudes. Das ist ein Haus Gottes. Dort besinnen wir uns auf ein gutes Leben im Sinne unseres Stammvaters Abraham, wurde ihm gesagt. Als er durch das zweite Dorf ging und nach dem dortigen großen Gebäude fragte, wurde ihm das gleiche gesagt. Haus Gottes, dort besinnen wir uns auf ein gutes Leben im Sinne unseres Stammvaters Abraham. Ebenso erging es ihm im dritten Dorf. Haus Gottes, Stammvater Abraham. Als er seine Wanderung fortsetzte und er von fern vom Hügel zu den drei Dörfern runterschaute, kam ihm nochmal in den Sinn, wie die jeweiligen Bewohner diese Gotteshäuser nannten. Moschee, Kirche, Synagoge. Diese drei Religionen, das Christentum, das Judentum und der Islam, haben alle den gleichen Stammvater, Abraham. Man nennt sie auch die abrahamitischen Religionen. Das ist ein toller Begriff, ein vereinender Begriff, der das Gemeinsame bezeichnet. Die abrahamitischen Religionen. In der aktuellen Tagespresse hören und sehen wir das Trennende in den Religionen, nicht das Vereinende. Das hat nichts mit Spiritualität zu tun. Religion, Spiritualität. Und trotzdem findet man in den Religionen auch Räume und Zeiten, wo man die eigene Spiritualität spüren kann. Wie können wir uns den Begriff der Spiritualität vielleicht auf eine andere Art nähern? Was ist Spiritualität? Wenn man 10 Leute fragt, kriegt man 10 verschiedene Antworten. Und jeder hat einen Kern, Wahrheit drin und auch das Potenzial, in Streit, in Differenzen zu geraten. Geist, Seele, Religion, Lebenssinn, übersinnlich, diese Begriffe kommen vor. Ich möchte mich auch diesem Begriff Spiritualität über eine Wortdefinition nähern. Wir werden merken, dass es nicht so leicht geht wie mit der Kalligraphie. Spirit, Spiritualität, Spirit. Ein englischer Begriff, wenn ich den übers Deutsche übersetze, wird er schon ungenau. Dieses Spirit steht für Geist, ist in der Spiritualität aber eher Soul, Seele. Und dieses Soul im Englischen ist nicht unser Seelenbegriff im Deutschen. Und dieses Wort Geist, das wir in der Kalligraphie in Körper und Geist schon ein bisschen betrachtet haben, wird, wenn wir es ins Englische übersetzen, sehr differenziert. Der Deutsche nimmt das Wort Geist für das her, was der Engländer mit Ghost, Spirit und Mind bezeichnet. Wir brauchen keine Klärung, was jetzt richtig oder falsch ist. Ich denke, es genügt, diese Ungenauigkeit einfach zu spüren und zuzulassen. In der Kalligraphie, wenn ich von Körper und Geist rede, meine ich den Mind vom Englischen her. Dieser Spirit, den Begriff der Spiritualität, kommt eher dem Begriff der Seele näher. Jetzt haben wir wieder ein Wort. Seele. Was macht man mit dem? Im Alltag kommt dieses Wort so oft vor, in Gesprächen, in den Zeitungen, und es wird sehr differenziert verwendet. Und es gibt ähnliche Wörter, mit denen wir oft inflationär umgehen,
aber die wir nicht so gut verorten können. Und wo wir in der Diskussion merken, jeder versteht ein bisschen etwas anderes drunter. Das sind Wörter wie Gott, Engel oder Seele. Wie könnte man diese Wörter auch konkret verwenden? Es ist nichts Greifbares da. Aber trotzdem spüren wir etwas als Mensch und wir beworten es. Der christliche Mystiker Meister Eckhart sagt, der Gott, den du benennen kannst, der stellt den Gott, der dahinter ist. Wenn du es bewortest, wird er schon ungenau. Im Judentum, Yahweh, bedeutet auch der Namenlose. Lass es einfach so sein. Der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein postuliert, worüber du nicht reden kannst, schweige. So wäre es vielleicht gut, über Gott, über Engel, über Seele zu schweigen und es einfach nur zu leben. Dieser Ludwig Wittgenstein sagt auch, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Was wir nicht beworten können, existiert für uns nicht. Im Gegenschluss bedeutet es, alles was wir spüren oder sehen, dafür verwenden wir auch ein Wort. Mache ich einen Schwenker zur Kunst. Nicht gegenständliche Kunst. Picasso, Kandinsky in ihren späteren Arbeiten. Das sind keine Gegenstände, die wir benennen können. Aber wir sehen es und wir werden oft angesprochen. Darum sagen wir, das ist nicht gegenständliche Malerei oder abstrakte Malerei. Also haben wir schon wieder ein Wort dafür. Gott, Engel, Seele. Wortschublade drin ist es. In unserer Tradition in Europa sind Körper, Geist und Seele in einer Linie aufgestellt. Wir denken, Seele ist irgendwas da drinnen, das irgendwo rausgeht. Da kommt man nicht sehr viel weiter in Bezug auf seine eigene Spiritualität. Ein anderes Denken ist dieses eben, das keltische Denken oder räumlich entfernt, also zeitlich müssen wir zurückgehen zu den Kelten, oder räumlich weiter nach Asien in den Buddhismus. Da gibt es den Seelenbegriff auf folgende Art, nicht die Seele ist irgendwas da drin, sondern der Körper wohnt in der Seele. Da kommt man vielleicht ein bisschen weiter. Dazu wieder eine Geschichte, die letzte, wieder vom kleinen Prinzen, der kleine Prinz und die Seele. Oft hörte der kleine Prinz die Menschen von der Seele reden. Die Seele ist im Menschen drin und wenn er stirbt, verlässt die Seele den Menschen, hörte er einen Prediger sagen. Wo geht sie hin? Fragte der kleine Prinz. Wenn der Mensch gut war, geht sie in den Himmel. Und wenn er schlecht war, geht er in die Hölle. Der kleine Prinz fragte, was ist gut und was ist schlecht? Der Prediger antwortete, das steht in den Büchern. Der kleine Prinz fragte, und wenn es keine Bücher gäbe, keine Trennung von gut und schlecht, das passte gar nicht in das Weltbild des Predigers, und so redete er weiter zu den Leuten, die seinem Weltbild entsprachen. Ein alter Mann nahm den kleinen Prinzen beiseite und sagte, vielleicht gibt es nur eine Seele und ein Teil davon füllt auch dich aus und geht immer wieder auf in die eine gemeinsame Seele. Der kleine Prinz glaubte zu verstehen, so wie das Wasser in mir Teil des gesamten Wassers auf der Erde ist oder die Luft in dir und die Luft außerhalb von dir. Wenn du sie eingeatmet hast, wird sie deinem Körper etwas anders als die Luft außerhalb von dir. Wenn sie ausgeatmet wird, verbindet sie sich wieder mit der Luft um dich und erzählt von dir. Vielleicht ist es mit dem, was wir Seele nennen, genauso. Aber jetzt ein bisschen einen Exkurs gemacht. Ich versuche jetzt wieder zu dem Begriff der Spiritualität zurückzugehen. Aber vielleicht hat es ein bisschen was bei euch anklingen lassen. In modernen Nachschlagwerken steht zur Spiritualität. Nicht nur die konkreten Ausprägungen der Spiritualität unterscheiden sich, sondern auch das grundsätzliche Verständnis. Erschwerend kommt hinzu, dass die Begriffe Religiosität und Spiritualität insbesondere im englischsprachigen Schrifttum oft synonym gebraucht werden, obwohl ihnen unterschiedliche Vorstellungen zugrunde liegen. Aktuelle Nachschlagewerke setzen Spiritualität mit Frömmigkeit gleich.
Brockhaus. Frömmigkeit ist eine vom Glauben getragene geistige Orientierung und Lebensform, Lexikon der Psychologie. Und der Duden, Geistigkeit, inneres Leben, geistiges Wesen. Neuerdings wird der Begriff auch ohne Gottes in Transzendenzbezug aufgefasst, wie zum Beispiel in André Comte-Sponville in seinem Buch Woran glaubt ein Atheist? Spiritualität ohne Gott. Ich erlebe in Gesprächen mit bekennenden Atheisten oft mehr Tiefe und mehr Zugang zur eigenen Spiritualität als mit Anhängern einer bestimmten Religion. Und mit einer bestimmten Religion meine ich dieses Wort bestimmt als Platzhalter. Da kannst du irgendeine Religion nehmen. Wenn man sich nur auf diese Religion als die einzig selig machende Religion befestigt, ist es meiner Meinung nach schon ein Zeichen, dass ich nichts für meine Spiritualität herausholen kann. Ich bin in einer Sangha-Gemeinschaft, die nach Thich Nhat Hanh meditiert, dieser buddhistische Friedensarbeiter, der weltweit gehört wird, der in Plamölisch einen Orden hat, der sagt, obwohl er einen westlichen Buddhismus praktiziert, suche deine Spiritualität in deiner Tradition. Und bei mir ist das einfach die christlich-abendländische. Und wenn ich weiter durchdringe, komme ich weiter zu alten Religionen und diese Vermischung mit dem christlich-abendländischen. Und das ist für mich so etwas Befreiendes, Zugang zu der eigenen Spiritualität zu finden, nämlich bei meinen Eltern, bei meinen Ahnen, in meiner Tradition zu suchen. In diesem Buch, Woran glaubt ein Atheist? Spiritualität ohne Gott, da sind wir wieder bei Meister Eckhart. Der Gott, den du benennen kannst, wer stellt den Gott, der dahinter ist? Da kommen Begriffe vor wie Gerechtigkeit, Mitgefühl, Liebe, Demokratie und Menschenrechte. Könnten Gottgläubige, Agnostiker und Atheisten vereinen, ohne einander missionieren zu wollen? Ähnlich auch der Dalai Lama, der aus Grundspiritualität die grundlegenden menschlichen Werte der Güte, der Freundlichkeit, des Mitgefühls und der liebevollen Zuwendung bezeichnet. Ja, wo stehen Sie jetzt? Ihr könnt jetzt denken, wo ist meine eigene Spiritualität? Wir könnten jetzt diskutieren mit Worten, was ist Spiritualität? Und wir können etwas tun. In dem Buch von Finn, Hallo lieber Gott, hier spricht Anna. Vielleicht kennen Sie jemand, das war in den 60er, 70er, 80er Jahren und Vogue, steht drin. Ich habe es vom Englischen raus. Religion is not for talking about, religion is for doing. Religion ist nichts, worüber man reden kann, Religion ist etwas, was man tun soll. Da hat man wieder diese Verquickung von Spiritualität und Religion, welche im englischen Sprachgebrauch oft vorkommt. Ja, was sollen wir tun? Kleine Übung, gleich uns mitmachen. Beobachtet einfach euren Atem. Setzt euch auf den Stuhl bequem. Nur beobachten, sonst nichts. Könnt die Augen offen lassen, könnt sie zumachen. Beobachtet, wie der Atem in euch einströmt, wie ihr den Körper wieder verlässt, wie der Atem in den Körper einströmt, wo er hinströmt. Brust, Bauch, Füße, Hände, nichts tun wollen, nur beobachten. Atem strömt ein. Uns geht's gut. Wir leben, wir hungern nicht, wir dürsten nicht, wir sind da, wir können uns bewegen. Alles gut. Und dieses einfache Dasein ist vielleicht ein größerer Gottesdienst als ein Kreuzzug. Ja. Wir haben nun die Begriffe Kalligraphie und Spiritualität betrachtet. Danke, dass ihr mit dieser Reise bisher mit mir mitgekommen seid. Wir machen noch eine kleine Reise durch Raum und Zeit.
Gehen wir ein bisschen zur Kalligraphie zurück. Wie entwickelten sich die Schriftformen Europas über die letzten 2000 Jahre? Bewegung ist gut, Kalligraphie ist Bewegung im Raum. Kann sein, dass der Rechner hängt, ich glaube es nicht. Ich glaube es doch irgendwo. Er möchte auch bewegt werden, und wenn er länger nicht bewegt wird. Yes. Und das war zu weit. Eine Bewegung durch die Zeit. Die Schriften entwickelten sich dem Zeitgeist entsprechend. Europäische, asiatische, arabische Schriften. Ich beschränke mich auf die europäischen Schriften. Ausgehend von den griechischen Schriften entwickelte sich im antiken Rom die römischen Monumentalschriften, Capitalis Quadrata. Daraus wurde für eine Gebrauchsschrift, für eine schnelle Schrift, eine Rustica. Im 2. und 3. Jahrhundert entwickelte sich die sogenannte Unziali. Sie wurde so groß wie eine Unze geschrieben. Sie entwickelte sich weiter zur Halbunziali. Wurde nach Irland zu den Keltern gebracht. Die keltische Uncialis ist ein Kulturerbe. Man sieht den Hund. Da kommt Bewegung rein. Während der Völkerwanderung, wo das ganze Kontinent weniger greifbar war, war auch eine Schriftentwicklung weniger greifbar. Zur Zeit Karls des Großen gab es wieder eine Konsolidierung Europas, die karolingische Schrift tauchte auf. Wir sehen das erste Mal eine Teilung in eine Dreilinienschrift. Kurz davor, 8. bis 9. Jahrhundert, entwickelte sich aus der griechischen Schrift die kyrillische Schrift, die jetzt im Osten noch genutzt wird. Beim großen Paradigmenwechsel zu Ende des Mittelalters entwickelte sich in Europa zwei Zweige. Ein Zweig sind die gebrochenen Schriften, die gotische, Schwabacher Fraktur, die dann in die deutsche Schreibschrift mündete, und im übrigen Europa Antiqua-Schriften, Humanistenschriften, Protestschriften, unsere jetzige Schrift. So entwickeln sich die Formen über die Zeiten hinweg. Schauen wir uns die Schriften an, wie sie sich im Raum entwickeln können. Es gibt eine asiatische Schrift, und die asiatische Schrift entspricht großteils dem Verbreitungsgebiet des Buddhismus. Die arabische Schrift entspricht dem Verbreitungsgebiet des Islam. Die hebräische Schrift entspricht dem Verbreitungsgebiet des Judentums. Die römische Schrift entspricht dem römischen Christentum. Die kyrillische Schrift entspricht der Ostkirche. Die keltische Schrift im keltischen Christentum, das ganz anders war als das römisch-katholisch geprägte Christentum. Die gotische Schrift der katholischen Kirche, da kann man sehr schön, ja. War die keltische Schrift die Rune? Nein. 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 Es ist eine für uns lesbare Uncialis. Ja, nicht die Runenschrift. Eine Weiterentwicklung, die Römer kommen hoch, bringen denen die Schrift, die Kelten von ihrer Denkweise sagen, bei uns zählt das Wort, nicht die Schrift. Wir haben unsere eigenen Religionen, aber Jesus, tolle Story, übernehmen wir, und die Schrift übernehmen wir auch. Und das Christentum bei den Kelten wurde ihrer Tradition entsprechend in Mönchsorden gelebt, in kleineren Gemeinschaften. Ganz anders die katholische Kirche, die römische Tradition. Wir haben einen Kaiser, wir haben einen König, und in der katholischen Kirche gibt es den Papst. Und wie diese beiden Traditionen, das keltisch geprägte Christentum, welches von Irland ausgehend Europa missioniert hat, und die katholische Kirche, die von unten gekommen ist, dann sind die beiden Strömungen wieder zusammengekommen. Und dieser Streit, der da entbrannte, den beschreibt Umberto Eco im Namen der Rose. Da kommen eben diese beiden Strömungen zusammen, und gleichzeitig hat er einen Kriminalroman da entwickelt. K-
keltische Schrift, keltisches Christentum, gotische Schrift, katholische Kirche, und dann ist es aufgebrochen in der Kirche. So, Jan Hus, Ketzer, Luther. Luther konnte sich durchsetzen und wollte die Kirche, die pervertiert war, ins Weltliche, reformieren. Und man sieht es in der Schrift. Die Schwabacher Schrift ist die Schrift der Reformation. Und da ging es immer hin und her. Gegen Reformation. Und das sieht man dann in der Frakturschrift. Es ist wunderbar zu beobachten. Und dieses Phänomen, dass das Verbreitungsgebiet von Schriften auch immer dem Verbreitungsgebiet von Religion grob berührt, kann man einfach mal so stehen lassen und auf sich wirken lassen. Schrift und Religion führen sehr stark zusammen. Vielleicht gehört Kalligraphie und Spiritualität auch zusammen. Und jetzt komme ich bald zum Ende, es soll ja nur eine Stunde sein. Wo berühren sich nun Kalligraphie und Spiritualität? Jeder Kalligraph, der intensiv Kalligraphie macht, jetzt bedauere ich es fast, dass du den Text nicht mitgebracht hast, was ich auch ein bisschen eingedeutet habe. Jeder Kalligraph merkt, wenn ich kalligraphiere, ganz bei mir bin, komme ich in meine Tiefe. Ich möchte euch drei kurze Worte vortragen. Wo berühren sich Kalligraphie und Spiritualität? Vielleicht in den Worten von Alexander Ganzorek, links Mongolei, der 2008 in einem Vortrag über Kalligraphie an der Akademie der Künste in St. Petersburg sagte, doch wieder eine kleine Geschichte, aber nicht von kleinen Prinzen, lasst die Worte einfach auf euch wirken, wie er Kalligraphie definiert. Kalligraphie bedeutet viel mehr als Schönheit und Ästhetik. Sie kann nicht gemessen und beurteilt werden. Sie kann gefühlt und wahrgenommen werden. Dazu sind unsere Herzen der Schöpfung gegenüber zu öffnen und alle Tabus und alle Beschränkungen beiseite zu legen. Wir können Kalligraphie nicht berühren. Wir können Kalligraphie nicht in unseren Händen halten. Und doch spüren wir die kraftvolle Berührung dieser Kunst. Sie beinhaltet so etwas wie eine Seele. Um ein tiefes Verständnis davon zu bekommen, was die Kunst der Kalligraphie im Grunde ist, sollten wir ein anderes Universum finden. Ein schöneres, eleganteres, ein Universum, das leuchtender und bedingungsloser ist. Wenn wir dieses Universum finden, erleben wir eine zweite Geburt in einer schöneren und lebenswerteren Welt. Da könnte man auch statt Kalligraphie Spiritualität einsetzen und berührt von diesen Worten werden. Alexander Ganzorek. Der nächste ist der Itzi Pudwinski. Auf der gleichen Veranstaltung 2008 in Petersburg. Und da trafen sich 50 Kalligraphen und haben eine Woche lang ausgestellt und haben Vorträge gehalten. Und da trafen sich Kalligraphen-Menschen. Keine Islamisten, keine Juden, keine Christen, keine Buddhisten. Es war eine Mischung von allen Nationen. Weiß, Schwarz, Gelb, Blau, Rot. Und das hatte keine Bedeutung. Man hat sich in Zeichen der Kalligraphie getroffen und verstanden. Und Itzi Pudwinski aus Israel sagte in seinem Vortrag, warum er Kalligraphie machte. I do this not for become a better calligrapher, I do this to become a better person. Ich übe nicht Kalligraphie, um bessere Kalligrafien zu machen, mehr Geld zu verdienen, immer besser zu werden, sondern ich mache Kalligraphie, um ein besserer Mensch zu werden. Und zum Abschluss zitiere ich noch Josef Beuys, der postuliert hat, jeder ist ein Künstler. Ein Spruch, mit dem er nicht meinte, dass jeder malen solle, sondern dass jeder in seinem Leben, da wo er ist, wirken soll. Eine Krankenschwester als Krankenschwester. Ein Firmenchef als Firmenchef. Und ein Kalligraph als Kalligraph. Und da begegnet sich die Kalligraphie und die Spiritualität im Leben. Ich bin vielleicht aus Bequemlichkeit Kalligraph geworden, weil es einfacher ist, fürs Leben Kalligraph zu sein. Es wäre schwerer, in einer Rüstungsfirma irgendwelche Bomben zu bauen oder in einer Bank irgendwelche Überweisungen zu tätigen. Und ich bewundere die Leute, die als Krankenschwester, als Banker oder in der Rüstungsfabrik ein gutes, für sich stimmiges Leben, ein sinnhaltiges Leben führen können.
So, wenn das Poesie dann seinen Platz hier ist, ein Künstler, jeder soll seinen Projekt, sein Nebenprojekt als Kunst betrachten. Danke. Ja, offizielles Ende. Ich habe noch zwei Punkte. Wir können diskutieren. Und wenn wir diskutiert haben oder auch nichts diskutiert, dann werde ich noch zur Kalligrafie zurückkehren und ein paar Arbeiten von mir zeigen und ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich möchte aber bewusst offiziell beenden, dass kein Gruppendruck entsteht. Wer gehen will, kann gerne gehen. Wer da bleiben will, ist herzlich eingeladen, da zu bleiben. Und der Film, der vorher lief? Der hat nur die Zeit überbrücken sollen. So. Ich sage jetzt noch ein bisschen organisatorisches. Der Film, der vorher lief, ist im Internet auf YouTube jederzeit einsehbar. Wenn ihr Johann Meyerhofer eingibt, dann findet ihr meine Filme. Und da ist auch dieser Film drin, der über meine aktuelle Arbeit 7 Minuten bringt. Und zu dieser Postulierung, Kalligrafie ist Bewegung in Raum und Zeit, ausgedrückt durch Körper und Geist, habe ich einen 5-seitigen Aufsatz geschrieben, wo ich das Ganze ein bisschen ausführe, wo auch diese Texte von Ganzorik, dieser Text von Ganzorik mit oben ist. Die Kursteilnehmer morgen bekommen diesen Text ausgedruckt. Wer diesen Text will, findet ihn auch im Internet auf meiner Seite unter www.schriftkunst.de. Unter Ausstellungen St. Petersburg. Wenn ihr auf meiner Seite www.schriftkunst.de und Visitenkarten von mir liegen aus, auf Ausstellungen geht und die Ausstellung in St. Petersburg anklickt, da findet ihr diesen Aufsatz. Und wenn ihr ihn nicht findet, dann schreibt ihr mir eine E-Mail, dann schicke ich euch die Datei. Ja. Zu deiner Definition von Kalligrafie. Ja. Da fehlt mir die Aussage, dass man das sehen kann oder lesen kann. Stimmt. Oder ja. Stimmt. Das ist so ein Nichts. Ja. Irgendwie komme ich da tut man sich schwer, weil, wenn man Kalligrafie in die Nähe von Schreiben setzt. Stimmt. Muss man aushalten. Aber deine Definition würde genauso gut für Tanzen gelten. Ja. Also es muss etwas mit prägen auf etwas. Das haben wir so drin bei uns. Ich habe ganz bewusst die Wortdefinition, die Nominaldefinition aus dem Griechischen von diesem Wort. Vergessen wir, dass wir Kalligrafie mit Schreiben gleichsetzen. Ich lasse das zu. Ich verstehe das. Ich bin ein Extremist. Ich bin sehr radikal hier. Und es soll auch provozieren. Und wenn ihr sagt, nee, das hat mit Schreiben zu tun, das passt für mich nicht, gut. Hört euch aber bitte diese Gegenposition, oder ich versuche es in einer Klarheit zu definieren. Ihr müsst es nicht übernehmen. Ich bitte euch nur, meiner Sichtweise zu folgen. Ich nehme nur das Wort. Ich nehme dieses Wort raus aus dieser kulturellen Verbindung in unserem letzten Jahrhundert mit Schreiben. Ich nehme nur das Wort Kalligrafie. Ja? Das Wort Sprache fehlt. Nicht schreiben, Sprache. Es geht ja immer um Wörter. Und ich nehme nur, und auf das kommen später, Wörter, wo wir es dann hineinbringen. Ja, ich verstehe. Ja. Ich verstehe es halt als innere Gebärde. Egal wie sie. Aber das Resultat ist irgendwie ein Sprachgebilde. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, gehe in einen Vortrag hinein und sage, ich nehme nur das Wort Kalligrafie. In der griechischen Wortbedeutung, dieses Kalos, hat mit Wort gar nichts zu tun, hat mit Schreiben gar nichts zu tun, gut, wertvoll, echt, zufrieden. Und man findet bei vielen Leuten oft dieses Wort Kalligrafie eingesetzt, wo es auch nichts mit Schreiben zu tun hat. Wenn wir, ich bin jetzt ganz radikal und sage, dieses Kalos, gut, wertvoll, echt, glücklich, zufrieden, hat mit Schreiben noch gar nichts zu tun. Das hat das, wenn ich eine tolle Bewegung mache im Raum, dann ist das eine Kalligrafie. Natürlich. Wir nehmen dieses Wort her, wir leihen uns dieses Wort in seiner Reinheit aus.
wie es die Griechen geprägt haben, und tun es auch da hinein. Und wenn ich nur diesen Bereich sehe, muss ich in meiner Definition natürlich Schreiben, Wörter, Papier, Manifest hineintun. Aber in meiner Definition ist Kalligrafie hier. Und dann gibt es noch ganz viele andere Bereiche, die ich in dieser Definition, Kalligrafie ist Bewegung in Raum und Zeit, ausgedrückt durch Körper und Geist, nicht auch noch heraushebe. In dieser Gesamtdefinition wäre, wenn ich Wörter und Schrift hineintue, es ein Herausheben dieses Bereiches. Kann ich Ihnen ein Beispiel geben von Kalligrafie ohne Wörter? Ich gebe ein... Ohne Wörter. Ich weiß vielleicht eines, wenn ich mit Kindern wenn ich mit Kindern zu tun habe, dann bin ich Vorbild, dann wirklich ohne Worte. Wenn der Großvater gebückt läuft, dann läuft das Kind nebenher aufgebückt. Oder ich sitze hier, habe die Beine übereinander geschlagen, ein Kind, das mich gern hat, das sitzt neben mir, das schlägt die Beine auch übereinander. Was hat das mit Kalligrafie zu tun? Ich bringe auch das Beispiel. Wie ich das mache, da grabe ich etwas in das Kind hinein, durch das, wie ich bin. Okay. Das ist ein schönes Beispiel. Hineingraben durch etwas, was kallos und nicht wertvoll ist. Nicht der alte Mann, der gebückt ist, du hast dieses Beispiel gebraucht, dass der auch was hineingraben kann. Durch ein vorbildliches Leben grabe ich in die Herzen der Kinder was hinein. Und wenn das gut, wertvoll, echt glücklich, zufrieden ist fürs Leben, ist das eine wunderbare Kalligrafie. Danke. Okay. Ist Bewegung in Raum und Zeit nicht einfach eine Linie? Was? Eine Linie? Eine Linie. Bewegung in Raum und Zeit auf dem Papier? Auch eine Linie ist eine Bewegung in Raum und Zeit. Und diesen Bewegungsaspekt habe ich noch gar nicht angesprochen. Ich habe einmal postuliert, losgelöst von der Kalligrafie, durch Martin Buber auch inspiriert, alles Leben ist Begegnung, alles Leben ist Bewegung. Martin Buber, alles Leben ist Begegnung. Guy de Maupassant, das geht zu weit. Also Buber, alles ist Bewegung und ich habe, ist Begegnung. Martin Buber, alles Leben ist Begegnung. Ich habe flapsig mal geschrieben, alles Leben ist Bewegung. Das ist nicht gut, aber ich habe darüber nachgedacht und habe gesagt, natürlich, wir bewegen uns und habe gedacht und habe dann gemerkt, der Versuch des Menschen in seine Mitte zu kommen ist in der Meditation. Und habe dann beim Meditieren darüber nachgedacht und gemerkt, wenn das Ziel ist die Bewegungslosigkeit und gemerkt, dass ich da ein Eigentor schieße. Die Meditation ist nicht Bewegungslosigkeit, sondern in der Meditation bin ich am nächsten an meiner Bewegung dran. Natürlich bewege ich mein Herz, Blut und so, und ich spüre die Bewegung in einer körperlichen Welt. Vielleicht intensiver, als wenn ich wild durch die Gegend renne. Und ich habe dann das Bild gehabt, wie wir die Welt wahrnehmen. Wir sind hier auf dem Planeten, ich stehe ruhig da, nichts da. Der Planet rauscht mit einer riesigen Geschwindigkeit um sich selber. Und so wie wir es wahrnehmen, das Weltall durch. Und das ist... Sie kommen gleich dran, ich glaube, da ist was Aktuelles, aber Sie haben einen Stau und die berücksichtigen auch her. Und genau das ist für mich der Berührungspunkt zwischen Kalligrafie und Spiritualität. Ja, ja. Bewegung, alles ist Bewegung, Energie, auch die Materie und auch die Kalligrafie. Und dort... Also nicht nur was Spiritualität ist, sondern wo sie sich berühren. Ja. Und das ist Bewegung und zum Ausdruck bringen. Es ist ein schöpferischer Akt. Ja. Und das ist etwas Göttliches. Ja. Und ich gehe jetzt noch weiter, kurze Geduld, vielleicht ist es sehr provozierend. Wenn ich mit dieser Begriffsdefinition bin, dann bin ich in unserer Schöpfungsgeschichte und wenn ein Schöpfer aus Erde eine Gestalt macht und etwas... Atem hineinhaucht, diese Bewegung aus einer Materie, eine in Anführungszeichen Seele hineinhaucht. Das ist Kalos und das ist Hineingraben. So ist der Schöpfungsakt von Adam die erste Kalligrafie in unserer Kultur. Ich war in Stuttgart in der großen Kälteausstellung, Landesausstellung, und diese viele Figuren, die in sich geschlossen sind, also praktisch keine Anfang und kein Ende haben. Da habe ich auch gedacht, naja, die hatten, es heißt, sie hatten keine Schrift, und dann habe ich gedacht, also bestimmt
sind diese ganze unendlichen Formen, die aber immer in sich geschlossen sind, ein Ausdruck von spiritueller Kalligraphie oder Ausdruck von etwas Unendlichem. Also ein spiritueller Ausdruck. Und dann habe ich an die Zeichnungen in den Höhlen gedacht. Ja. Das war garantiert auch, da war ja nur die Schrift da, das Wort da. Das war dann auch ein spiritueller Ausdruck. Ist also versucht, etwas darzustellen. Die Höhlenzeichnungen. Die Vorläufer quasi von Schrift, könnte man so deuten als ich. Die Höhlenzeichnungen sind eine erste Schrift. Und man kann, die Wissenschaft streitet sich. Es gibt drei Möglichkeiten, warum die Menschen das getan haben. Einmal, um eine Information rüberzubringen. Ich zeichne einen Hund. Das bedeutet, die Frau, die gerade zu Hause war, auf den Mann wartet, will ihm mitteilen, hey, ich bin mit Hund Gassi gegangen. Ich habe das in die Mauer hineingerissen. Ganz banal. Oder man will sich einfach ausdrücken. Man hat was empfunden, man kann ein bisschen malen. Oder man hat ein Gefühl dafür, dass es etwas Mystisches ist, dass es ein bisschen mehr gibt, als am Lagerfeuer sitzen und die Mammut zu jagen. Religion, Spiritualität und das ausfüllen. Alle drei Sachen sind drin. Sie ohne Worte mitzuteilen. Ja. Ohne Worte mitzuteilen. Und Sie haben was Schönes gesagt. Ich möchte das noch kurz aufgreifen und auch das, was Sie gesagt haben. Linie, ein Strich, eine Gerade und einen Kreis. Und in der Kalligraphie, wenn wir mit Wörtern arbeiten, wir haben entweder eine Gerade oder eine gebogene, eine Kreisform, nichts anderes. Und der Kreis ist dem Körper zuzuordnen. Wir finden überall in der Natur runde Formen. Eine gerade Form, die wir in den Buchstaben vorfinden, finden wir in der Natur nicht. Das ist organisch, das Runde. Ja, und eine gerade, wir können sagen, der Baum da draußen ist gerade, aber geht genauer hin und ihr merkt, es ist nicht gerade. Gerade ist etwas, was als gerade wirkt. Die Gerade wird dem Geist zugeordnet und der Kreis wird der Natur zugeordnet. Itten, tun, neben Bären, hat es so postuliert, dass die Gerade dem Göttlichen entspricht und der Kreis dem Lebendigen, dem Menschlichen. Hundert was hat es genau umgekehrt gesagt. Er hat gesagt, die Gerade ist gottlos, weil er sie in der Natur nicht findet. Und wenn man diese beiden Gegebenheiten näher anschaut, was ist eine Gerade im Leben? Ich kann einen geraden Weg gehen, dann ist es Kalos. Wenn es nicht Kalos ist, dann bin ich engstirnig. Was ist der Kreis? Der Kreis ist eine runde Sache, wenn er Kalos ist. Vollkommenheit. Wenn er nicht Kalos ist, dann drehst du dich im Kreis und kommst nicht mehr raus. Ich denke, wir könnten ewig weiter reden, diskutieren. Und die von den Anthroposophen, diese Tanzform, Eurythmie, ja, die tanzt ja Wörter. Die kenne ich zu wenig, um etwas dazu zu sagen. Nee, also, daran musst du denken, die Bewegung ergibt dann, soll dann auch ein Wort ergeben. Das ist auch eine Art Kalligraphie. Ich gehe da einfach in meine Arbeit zurück und ich sage zu den Leuten, ihr müsst die Bewegungen in alle Richtungen können. Ein T geht von oben nach unten und von links nach rechts. Ihr müsst das T aber auch energetisch von unten nach oben und von links nach rechts in diese Richtung machen. Und ich sage auch, nehmt die linke Hand und arbeitet damit. Ganz lebenspraktisch. Corpus callosum, Gehirnschocking. Oder nehmt das in die Füße und schreibt damit mit dem Stift. Oder hier. Diese Übungen habe ich noch nicht gemacht. Susanne, bei euch wollte ich es mal machen. Aber da hat man mit der Fußhygiene ja, aber trotzdem. Oder auch solche Übungen wie, ich schreibe auf dem Blatt und bewege das Hand. Darf ich mal, dass das ins Blatt in die Hand nehmen? Dass der Partner den Stift hält und es wird der Buchstabe damit gemacht, wird mit dem Blatt. Ja. Es ist für den, der den Stift hält, schwieriger hier. Im Islam wird auf folgende Art geschrieben. Da setzt man sich auf den Stuhl, hält das Blatt auf der Hand und arbeitet mit der Hand mit. Das ist eine tolle Geschichte. Du hast viel mehr Möglichkeiten. Das stimmt. Nicht im Islam, aber das habe ich selber erlebt, dass wenn ich einen Kreis ziehen will,
dann kann ich ihn nach einer Seite besser und dann muss ich das umdrehen und, nach der, und dann wieder so. Ja. Dann kommt nicht in einem, dann wird er nicht gerund. Und ich sage in der Kalligrafie, wenn ich merke, dass ich in einer Seite besser arbeite, ich kann mit der Körperbewegung und eine andere Bewegung, dass ich dann wieder schon spüre, da freue ich mich. Das passiert immer noch, aber immer seltener. Dann habe ich wieder eine Bewegung, ich finde jetzt keine, die ich üben kann, bis sie geläufig wird. So gehen die blinden Flecken in mir vom Bewegungsansatz immer weiter zurück, bis dass ich mich in allen Bewegungen ausdrücken kann. Ich möchte die Diskussion langsam abflachen und bevor ich dann euch die Möglichkeit gebe zu gehen, eine Überleitung zu machen, dann gehen wir zu dem Tisch und da habt wer gehen will und sagt, mei, das reicht mir jetzt, der kann dann gehen. Und die Überleitung ist, ich gehe jetzt wieder ein bisschen mehr mit der Kalligrafie hier hinein in die Schrift, bleibe noch ein bisschen bei der Spiritualität und zitiere Paulo Coelho aus seiner Hexe von Portobello. Und in diesem Buch lässt er diese Frau, die da als Hexe bezeichnet wird, das ist eine Tänzerin, die in einer Bank arbeitet und Kalligrafie lernen will von einem Kalligrafen. Und so wie er beschreibt, wie dieser Kalligraf um die Frau rangeht, mit den Kalligrafie-Schulen, habe ich gemerkt, dieser Paulo Coelho versteht, was Kalligrafie ist. Und so vermute ich, dass er das, was er in seinen anderen Büchern über andere Sachen schreibt, auch versteht. Er schreibt in der Hexe von Portobello, meine Art, mich Allah, sein Name sei gepriesen, zu nähern, ist die Kalligrafie, durch die Suche nach dem vollkommenen Sinn eines jeden Wortes. Jeder Buchstabe verlangt, dass wir die Kraft in ihm freisetzen, die in ihm angelegt ist, indem wir unsere Kraft hineinlegen, als würden wir seine Bedeutung herausarbeiten, ziselieren, denn die Hand, die die Linien zeichnet, spiegelt die Seele dessen wider, der sie schreibt. Und es ist natürlich, wenn ich mit der Kalligrafie da hineingehe und Texte schreibe, so wie zum Beispiel das Hohelied der Liebe, da bin ich nicht hier und im künstlerischen Ausdruck, sondern da bin ich im Wort drin, da bin ich im Text drin. Und das Hohelied der Liebe, das kennt man, hat man schon oft gelesen, durchs Kalligrafieren das erste Mal bin ich viel näher an diesen Text gekommen. Durchs Kalligrafieren beim zweiten Mal bin ich wieder näher gekommen. Und durchs Kalligrafieren beim dritten Mal noch näher. So ist das nicht langweilig. Im Gegensatz zu auf einer Urkunde 500 Mal Sulzbach-Rosenberg zu schreiben. Den Ort. Ist ein Text, der Tiefe hat, wenn der kalligrafiert wird, komme ich viel näher ran. Mir geht das bei Kahin Gibran so, bei seinem Propheten. Den habe ich ein, zwei, dreimal gelesen. Nicht durchs Kalligrafieren, sondern durchs Lesen schaffe ich es da, dass ich in die Tiefe hineinkomme. Und der ist noch lange nicht ausgereizt. Und ihr kennt den Propheten. Und ich habe jetzt vor einigen Wochen erst mit einem Lektor vom Karl Rauch Verlag geredet, der den Übersetzer kannte. Und bin wieder dabei, mehr Kahin Gibran zu lesen. Und er wollte drei Bücher schreiben. Ein Prophet, unser Garden of the Prophet und noch eins. Der Prophet beschäftigt sich Mensch zu Mensch. In the Garden of the Prophet, der in der deutschen Übersetzung heißt, dieses Buch gibt es, die Heimkehr des Propheten, beschäftigt sich Kahin Gibran mit Mensch und Natur. Der letzte Abschnitt, den konnte er nicht mehr fertigstellen, weil er gestorben ist. Eine Freundin hat ihn fertiggestellt. Und der dritte Teil sollte werden, Mensch und Schöpfung. Das ist für mich fantastisch, in die Arbeit von Kahin Gibran immer weiter hineinzudringen. Und wenn ich jetzt, ich habe die Heimkehr des Propheten die letzten Monate gelesen und bin sehr berührt davon. Wäre ein weiterer Vortrag, was da drinnen ist. So, jetzt habe ich eine kleine Überleitung gemacht zu Kalligrafie ist auch ein Medium, Wörter intensiver selber zu spüren. Und wer noch da bleiben will, dem zeige ich einige Arbeiten, die kann man unter kalligraphischen und ästhetischen Aspekten ansehen. Ich habe die Arbeiten deswegen gemacht,
weil es Texte sind, die mich angesprochen haben, auch von Kaili Liebern. Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, sich vorne um diesen Tisch zu sammeln und mit mir einige Arbeiten anzuschauen.